Hallo und herzlich willkommen, liebe Darts-Freunde, zu einem neuen Video. Und ja, heute gibt es einen neuen Darts-Talk zu einem Thema, was innerhalb der vergangenen Woche aufgekommen ist. Ja, es geht natürlich um das Thema schlechthin, das Thema Raymond van Barneveld und sein Comeback im Jahr 2021. Das war, also wo ich die News gelesen habe, ich habe es auf Instagram beim Scrollen gesehen, der PC irgendwie gepostet, Barney is back. Und ja, Raymond van Barneveld wird 2021 bei der Q-School antreten. Und ja, ich freue mich darauf sehr, da Barney ist so einer meiner Lieblinge, habe aber allerdings auch ein paar Bedenken und ja, in diesem Video werde ich euch ein bisschen erklären, was da alles passieren wird und wo meine Bedenken sind, aber wo ich mich auch über dieses Comeback freue. So, ja, zuallererst einmal, was ist überhaupt passiert? Also ja, Barney hat sozusagen angekündigt, er wird bei der Q-School im Jahr 2021, ich vermute mal bei der Q-School in Hildesheim antreten, um sich da eine Tourcard zu erspielen, um dann wieder auf den PDC-Circuit anzugreifen. Der hatte ja im Jahr 2019 bei der WM sein letztes Match, also ein Jahr vorher, der angekündigt, hier, ich höre auf und so. Und ja, damals gegen Darren Young in der ersten Runde verloren. Ich denke, ihr werdet euch daran erinnern. Ich fand es sehr, ich fand es etwas unwürdig für ihn. Ich meine, man hat ja die Form in den letzten Jahren gesehen, die war dann nicht mehr ganz so top. Aber dieser Abschied in Runde 1 gegen Darren Young rauszugehen, nichts gegen Darren Young jetzt, aber ich denke, für einen Barney war das einfach kein würdiger Abschied. Und ja, von da habe ich mir so gedacht, will er das wirklich so stehen lassen? Ihr habt das Interview bestimmt damals auch danach gesehen, wie enttäuscht er war. Und das werde ich mir nie verzeihen, mein letztes Jahr so schlecht gespielt zu haben. Und ja, von daher war dann aber jetzt eine Weile sozusagen etwas ruhiger geworden wie mit Dartsport allgemein durch Corona. Aber nun kam diese News. Und ja, auf der einen Seite bin ich natürlich richtig happy, dass Barney zurück ist und die Q-School spielen wird. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass die Q-School ein hartes Stück Arbeit werden wird für Raymond van Barneveld. Denn die Q-School, das Niveau, was da gespielt wird, ist teilweise sehr hoch. Und die Tourcard kriegt er da auf keinen Fall geschenkt. Gibt ja auch andere Spieler, beispielsweise Kevin Painter oder sowas, die lange Jahre auf der Tour waren und auch es nicht mehr geschafft haben, sich über die Q-School ihre Tourcard zurückzuholen. James Richardson jetzt zum Beispiel, der auch, klar, der war kein Topspieler so, ne, aber er war halt auch sehr viele Jahre auf dem Circuit, er war die Tourcard im letzten Jahr verloren und konnte sich nicht zurückholen. Aber die Q-School bietet natürlich auch eine große Chance. Für 2 Jahre gilt ihr dann immer die Tourcard. Beispiele Lisa Ashton und so. Also es ist auf jeden Fall möglich, sich die Tourcard zu holen. Und ja, Barney hat halt in einem Interview gesagt, ich werde euch das auch nochmal verlinken, wenn ich dran denke, dass er es einfach vermisst hat, Dart zu spielen und dass er so diese ganzen Probleme, die ihn belastet haben, so aus der Welt geschafft hat, Privatprobleme. Und vielleicht hat das Comeback halt die Möglichkeit, dass er im Gegensatz zu seinem letzten Jahr auf dem Circuit, den letzten beiden Jahren, wo er diesen Gedanken immer im Kopf hatte mit dem Aufhören und da war er sich nicht ganz sicher, ob es wirklich der richtige Schritt war. Vielleicht kann er jetzt da ein bisschen befreiter ausspielen, hat gesagt, hat seine privaten Probleme gelöst. Und da denke ich einfach, vielleicht ist er mental etwas freier, weil Barney war halt wirklich so ein Kopfmensch, wenn du dir, also der wirklich sehr viel der ist ganz anders gestrickt als ein Taylor so, ne? Ich meine, ein Taylor, der war ja bis zum Schluss noch in seinem letzten Jahr nochmal das World Matchplay gewonnen und im WM-Finale gestanden, ne? Und Barney, der ist da viel emotionaler, also auch bei Taylor war es emotional, der Abschied, aber bei Barney ist das nochmal was ganz anderes so. Ja, also grundsätzlich gesagt, wenn das, ob er es jetzt schaffen wird oder nicht, wird man sehen, ob er die Möglichkeit hat, sich auf der Tour zu etablieren. Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht, oder kann mich bei Barney nicht vorstellen, dass er wirklich, wenn er es jetzt nicht schafft, die Tourcard sich zu holen, bei der Challenge Tour antreten wird. Das glaube ich nicht. Er wird wirklich alles geben dafür, um die Pro Tour spielen zu können. Und ja, ich würde es ihm einfach wünschen, dass er es nochmal schafft, vielleicht bei einem Major dabei zu sein. Vielleicht hat er ja nochmal die Möglichkeit über die Premier League. Ich denke mal, man wird diese Sache mit diesen, ich glaube, Contender heißen die ja. Ja, genau, Contender. Mit diesen Contendern, die immer antreten an einem Premier League Spieltag. Vielleicht in Rotterdam, dass man ihn da nochmal einsetzen wird, wenn er da, ich glaube nicht, dass er nochmal ein festes Mitglied werden wird, kann ich mir nicht vorstellen, wäre natürlich gut für die PDC, der Name von Barneveld wird viele Leute dann anlocken, zur Premier League zu gehen, in die Hallen, aber ich denke, dass er dann vielleicht eher so einer für einen Abend sein wird, dass er da nochmal als Contender mit antreten wird, das wäre eine Möglichkeit. Die World Series, haben jetzt erst das World Series Final gesehen,
Jordan Price hat es gewonnen gehabt. Ich hoffe, ihr habt es eingeschaltet gehabt und euch das angeguckt. In Salzburg fand das ja statt. Soll es nicht Thema sein, aber die World Series ist ja auch so ein Einladungsturnier. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man den Barney da nochmal bringt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das im nächsten Jahr ablaufen wird. Man sollte natürlich jetzt nicht so hohe Erwartungen an ihn stellen, so, denn ich meine, er ist jetzt halt dann auch ein ganzes Jahr erstmal raus aus dem Circuit. Klar, er kann weiter trainieren. Das war halt jetzt auch in dem Jahr, muss man sagen, hat jetzt vielleicht nicht ganz so viel verpasst. Ne? Aber trotzdem, wir haben ja auch gesehen, wie die Form von Barney vor seinem Abschied war. Und mal gucken, ob er jetzt nach seiner Rückkehr dann sozusagen wieder zur alter Form zurückfindet, wieder besser wird. Und ja, wenn er seine privaten Probleme gelöst hat, wie ich es bereits gesagt habe, kann das auf jeden Fall sehr gut werden. Also ich freue mich auf das Comeback von Raymond van Barneveld. Freut ihr euch auch darüber, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ja, oder sagt ihr, und wie seht ihr es vor allem mit der Q-School? Glaubt ihr, hat er wirklich eine Chance, es zu schaffen? Oder sagt ihr eher, na, ich traue es dem Barney nicht wirklich zu, so wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch Good Darts.